Und da geht er rein. Zack, der erste Brocken. Also, ab mal wieder zum Nordmeer und mal ein paar Spots testen, die in den letzten Tagen gut funktioniert haben. Ich suche eigentlich speziell einen Fisch, den Wittling. Ja, also suchen wir doch mal hier ein wenig am 80er den Wittling. Ich hatte zuletzt im Livestream, das letzte Mal, wo ich hier war, auch wieder eine Trophy gefangen davon. Das war natürlich schon sehr, sehr angenehm. Und ja, das Ganze ist auch schon verlinkt im Discord in der Trophy-Halle, ist schon ein paar Tage her. Also da einfach ein bisschen weiter hochscrollen. Da ist das dann auch so ein bisschen beschrieben zumindest, die Stelle und das Setup. Ansonsten gucken wir jetzt hier einfach mal, ob da noch mehr geht. Also das ist jetzt Sinn und Zweck des Ganzen hier. Ich teste jetzt diese Stelle, diese Area komplett und bin einfach gespannt, was alles so reingeht. Na, auch nicht schlecht. Gefleckter Seewolf nehme ich auch sehr gerne mit. Auch gerne in groß, fehlt mir auch noch als Trophy. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Erster Fisch heute. Und wir gucken direkt mal rein. Auf Gummimack. Also, perfekt. So soll das sein. Ich habe zweierlei Köder dran. Wir gucken mal eben, wo ich hier bin. Ja. Aber ich korrigiere nochmal eben. Wir treiben weit rüber. Das heißt, ich korrigiere jetzt mal eben die Fahrt und die Richtung. Genau nach da. Schon wieder ausmachen. Und zwar, wenn wir jetzt hier gerade rüber treiben in Richtung 80. Ich will eigentlich in diesem Eck hier bleiben. Wenn wir das hier alles so schön als Würfel nehmen, nehmen wir einfach jetzt hier so einen Würfel. Zack. Und haben jetzt hier einen so einen Kasten. Und diesen kleinen Kasten, den will ich hier beangeln. Diese Area hier. So, siehst du, gibt doch Mittel und Wege. Also, das ist die Area. Da will ich angeln. Rauf und runter, quasi in dem Bereich. Und wenn es natürlich mal ein bisschen größer ist, ist es okay. Aber ich will schon so grob in dieser Area, in diesem Klötzchen hier bleiben. So, und das Ganze wieder absinken lassen jetzt hier bis auf gut 80 Meter wieder. Vielleicht ist es auch ein bisschen mehr, 85, so. Zack, Bügel zu. Wieder, wie immer, eine Runde auf Spannung. So. Das da vorne so ein bisschen Zug dran. Jetzt ist ein bisschen Zug an der Spitze. Und dann können wir hier direkt auch wieder in das Pilken reingehen. Zack, ganz entspannt, locker durchpilken. Immer so ein bisschen zuppeln, ganz locker. Und dann gucken wir mal, dass da gleich was reingeht. Wie gesagt, es sind jetzt hier zweimal Gummimax und einmal ein Squid sind da dran als Köder. Das Ganze zeige ich gleich, die ganze Montage natürlich auch nochmal. Und ja, ich bin gespannt, inwieweit das geht. Zack, da haben wir schon den nächsten. Auch was Kleineres, das ist eigentlich ganz gut. Denn wir wollen ja jetzt eigentlich nur bis 3 Kilo Fische. Theoretisch könnte man hier natürlich auch deutlich kleiner rangehen. Allerdings besteht natürlich auch immer die Gefahr, dass hier mal was Großes reingeht. So ein großer Heilbutt oder sowas und dann stehst du da. Und ja, ich sag mal, bisher klappt es auch so ganz gut mit dem relativ dicken Setup. Da gehen tatsächlich auch gerne mal die kleineren Brocken rein und werden da bisher eigentlich wenig verscheucht. Ja, Seehecht, auch richtig gut, nehme ich sehr, sehr gerne mit. Ich gucke gerade mal, ob ich das Setup noch ein bisschen umstellen kann. Vielleicht nehme ich hier einfach einen größeren Brocken dran. Das triggert dann nochmal mehr die Seehechte. Ja, und das hier ist quasi jetzt das gesamte Setup. Also ich habe hier natürlich mit der ganz großen Bootsroute oder mit der mittleren Bootsroute ein hohes Wurfgewicht. Dementsprechend verwende ich hier einen 1000er Pilker, dieses Gerät hier. Der Jigmeister, einfach nur, damit er schnell runterkommt, gutes Gewicht, 1 Kilo und auch hier ja 8-0er Haken drauf. Wir sind komplett eigentlich mit 8-0er Haken hier unterwegs. Sowohl die Gummimax mit 8-0 als eben auch hier der Shrimp, alles eben auf 8-0. Recht groß, ich werfe schon mal wieder aus. Recht groß das Ganze, aber auch hier gehen ja mal nur 3 Kilo Fische drauf. Also von daher passt das schon. Hier triggern höchstwahrscheinlich einfach wieder ganz enorm die Köder. Köder vor Haken sozusagen. Und dementsprechend lübt das hier ganz gut. Dann haben wir hier den Super Gummimack. Sorvik Super Gummimack eben auch mit 8-0. Ganz normal alles hier in Pink mit pinken Perlen drauf. Zweimal das Ganze. Oben einmal den Squid.
und dann erstmal jetzt ein bisschen probieren. Wenn sich natürlich rausstellt, dass hier mehrere Fische auf den Squid geht, wird natürlich alles umgebaut. Wenn sich rausstellt, dass hier eigentlich nur alles auf die Gummimax geht, naja, dann bleibe ich natürlich, baue ich den letzten auch noch um, um die Chance zu erhöhen, letzten Endes dann eben die dreifache Chance zu haben, auf den Gummimack, so jetzt, auf dem Gummimack, dass da was geht. Aber das testen wir natürlich erstmal. Ich werde demnächst auch nochmal die Rasselbleimontage testen, jetzt wo ich die 90% plus habe. Da macht es dann ja auch richtig Sinn mit der Rasselblei. Gucken wir gerade mal eben rein. Genau, hier unten diese zusätzliche Seitenarmmontage, die ist halt nochmal essentiell, dass man für die Rasselblei Montage und auch fürs Running Leisure Rig nochmal einen Seitenarm hat. Wenn das eben dann dabei ist, dann, na komm, next. Dann macht es eben auch richtig Bock und dann geht es damit auch nochmal ein bisschen gezielter über die Sandbänke, schön mit der Rasselblei, vielleicht dann eher auf die Seewölfe. Werde ich auf jeden Fall die Tage nochmal testen. Ja, jetzt mit der Rasselblei oder vielleicht schon im Stream. Wäre auch durchaus eine Möglichkeit. Dann kann man mal schön 4 Stunden am Stück rasseln. Das wäre doch mal was. So, jetzt erstmal hier ein bisschen weiter rausziehen und ich hoffe immer noch auf mein Wittling, den ganz normalen. Vielleicht ist er auch schon wieder weitergezogen hier nach ein paar Tagen und lungert hier gar nicht mehr ab. Da ist er, der Wittling. Zwar noch ein bisschen lütt, aber immerhin der erste Wittling. Gerade mal gucken von der Position her, direkt mal wieder auswerfen. Hier sollen große Schwärme sein. Und die Position sind wir ein bisschen abgetrieben, tatsächlich. Also eher jetzt hier vielleicht in dem Bereich. Gucken wir mal, wenn hier natürlich noch mehr Wittlinge reingehen, dann halten wir uns dann natürlich hier in dem Bereich auf. Wir haben es jetzt gleich, ja, gleich 0 Uhr. Das heißt, die Drift geht wieder in die andere Richtung. Müssen wir also bedenken, dass wir jetzt vielleicht gleich gar nicht korrigieren. Wenn wir eh hier wieder hinwollen in diese Richtung, passiert das gleich automatisch durch die Drift. Und im Absinken lassen schon ein bisschen was Größeres. Vielleicht auch da, ja, wie gerade schon im Chat, waren schon wieder hier die Köhler Trophy, Almutter Trophy, läuft also. Sehr schön. Ja, und so bei 55 Meter könnte natürlich auch durchaus einen Köhler reingehen, so im Mittelwasser. So, ich habe das Ganze nochmal gerade umgebaut. Wir sind jetzt hier gerade mit der Goliath nochmal unterwegs, weil wir ja doch relativ kleine Fische haben und hier ja jetzt vom Setup immerhin noch mit 145 Kilo, also nicht ganz so, beziehungsweise 136 Kilo unterwegs sind. Nicht ganz so riesig groß, aber damit fahren wir halt komplett die Goliath am Limit sozusagen. Sollten wir hier mal den Bügel auch zumachen wollen und hier was rauspumpen wollen. Damit habe ich dann auch schon 50 Kilo plus Heilbutt rausgezogen. Relativ entspannt mit der Goliath, dauert natürlich alles ein bisschen länger oder deutlich länger als mit der Konventional. Aber Vorteil hier ist jetzt einfach, gerade auch schon bei 80 Meter Tiefe, dass wir einfach schneller unterwegs sind. Das heißt, der Riesenvorteil hier jetzt schon, was man nach dem kurzen Test schon sagen kann, den ich jetzt hier gerade mache mit der Goliath, alleine das Hochkurbeln von Fischen aus der Tiefe deutlich angenehmer. Man sieht es immer an diesem, wenn man diese bunte Schnur drauf hat, an dem Rädchen, was sich so quasi hier um die Zahl herum dreht, wie schnell sich das halt hochdreht. Der bremst jetzt hier natürlich so ein bisschen, den wollen wir hier auch gerade nicht übertreiben. Das heißt, dem lassen wir ein bisschen Zeit, sich zu beruhigen, den Fisch da unten. Auch da muss man jetzt natürlich aufpassen, hatte ich jetzt schon ein paar Mal auch im Stream gesagt, nicht übertreiben vom Reinpumpen und Reinprügeln, sondern ja, auch mal so ein bisschen gehen lassen, den Fisch. Und nicht zu schnell. Wir wollen halt keine Ausschlitzer produzieren hier. Dadurch, dass wir hier mit Highspeed die Fische torpedomäßig das Wasser oder durch das Wasser jagen. Und dann irgendwann reißt natürlich der kleine Fisch ab. Das wollen wir nicht. Von daher schön auf entspannt gucken, dass der hier hochkommt. So, da kommt er langsam hoch hier. Die letzten 10, 15 Meter. Schön langsam hochdrehen ohne Shift. So ein bisschen ziehen nach oben und wieder einkurbeln. So, dann läuft das doch. Da gucken wir doch mal, was wir da haben. Der hatte zumindest ein bisschen Bock. Noch ein Seewolf oder ein Oller Lump? Noch einen Seewolf, diesmal in gestreift.
Und auch wieder hier auf dem Gummimack. Sehr schön. Ja, nicht verkehrt. Und wir sind tatsächlich wieder in der Richtung. Wir sind treiben wieder ein bisschen zurück. Das heißt, ich bleibe einfach immer noch hier stehen in dieser Area. Werf einfach so weiter aus und mach mir jetzt Stück für Stück den Kescher voll. So, komm raus hier. Der hat auch noch mal ein bisschen Bock. Und der nächste, Alter, gar nicht schlecht hier. Statt Wittling gehen die Seewölfe. Tja, dann gucken wir doch mal eben rein hier, was die denn haben, die Seewölfe. Auf dem Squid ist er gegangen. Guck mal hier, hier war auch noch einer. Auch auf dem Squid. Und der dritte, nee, der war auf dem Gummimack. Okay, aber das sieht auch schon mal gar nicht so schlecht aus. Und der war auch auf dem Gummimack, auch nicht schlecht. 8 Kilo Seehecht. Tja, dann machen wir das doch mal ein bisschen anders. Das heißt, wir bauen das Ganze hier nochmal ein bisschen um und nehmen hier einfach nochmal einen Squid mit drauf. Erstmal den Achterhaken. Hab ich nicht mehr. Dann nehmen wir hier den, nehmen wir mal einen riesengroßen 10-0er 23er Squid in Pink. So, und dann kommen die Perlen da wieder drauf und raus damit. Ja. Der hat natürlich ein bisschen Bock gehabt hier. Ein kleiner Hai geht sogar auch noch rein. Zack, komm ran hier. Heringshai mit 20 Kilo. Auch nicht schlecht. Also, ich mache mal jetzt hier weiter. Das wird alles noch ein bisschen dauern. Ich mache hier schön noch ein paar Prozente. Zieh den einen oder anderen Brocken raus. Und ja, werde hier weiter schön an dem 80er in diesem Bereich hier oben. Also hier. Machen wir es mal ein bisschen größer, in der Area weiter rumbrettern. Bisher jede Menge, ja, durcheinander kann man wirklich sagen. Wittlinge waren auch dabei, leider nicht so viele wie erhofft. Ich suche immer noch einen aktuellen Spot, der richtig gut funktioniert oder auch eine Köderkombi. Wenn du da was kennst, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Wittling als Zielfisch, weil er sich einfach lohnt von der Kohle her. Aber auch das hier ist kohlemäßig schon richtig gut. Zum einen haben wir hier die Seewölfe dabei, die Seehechte. Klar, wenn so ein Hai mit reingeht, so ein kleiner, ist das natürlich auch schon richtig gut. Also im Großen und Ganzen passt das hier vom Spot. Und ich gucke dann gleich mal rein, wie viel das Ganze denn hier so gebracht hat. So, weitermachen ihr Lümmels, Petri zusammen. Wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs, freitags, 19 Uhr, Petri.